Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir haben, glaube ich, noch 9 Spieler in der jetzigen Weekend League. Letztes Spiel leider verloren, weil ich auch einen guten Laufweg von Werner nicht gesehen habe. Und es wäre dann wahrscheinlich ein knappes, ausgeglichenes Spiel geworden. So hat der Gegner leider verdient 2-0 gewonnen. Und wir schauen jetzt mal, ob wir das jetzt etwas besser hinbekommen im nächsten Spiel, beziehungsweise jetzt dominieren und gewinnen natürlich. Khedira braucht einen Vertrag. Wir machen mal alle die Silbernen. Vertragssituation war also wieder mal eine Tagesaufgabe. Sehr schön. Ich trinke mal einen Schluck Tee. Neue Kraft. Na komm. Er hat auch schwarz-gelb, allerdings anderes Gelb. Oh, Mann, Mann, Mann. Interessant, dass er nur Wendell als Linksverteidiger hat und Fährmann im Tor, dafür aber ein paar andere Positionen ziemlich krass besetzt. Und Origi spielt er als ZM, auch interessant, aber ich glaube, ja, er wäre vielleicht, ist gar nicht so schlecht als Außenmittelfeld ZM, es sei denn, er geht jetzt auf wieder eine andere Formation, aber sieht erstmal nicht so aus. Er spielt Robben. Robben bin ich ja gar nicht klar gekommen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der als Flügelspieler deutlich besser funktioniert. Oh, eine schöne Grätsche, die mal komplett ins Leere geht. Mané, den hatten wir letztes Jahr auch. Der ist halt schon ziemlich krass. Ach Mann, wenn der nicht hinfällt, dann ist es wahrscheinlich ein Tor. Scheint auch jemand zu sein, der gerne aggressiv rennt, wie man sieht. Und ja, das muss ich ausnutzen, muss einen Tick eher passen. Aber wenn er so aggressiv ist und so schnell, dann kommt er dann einfach immer einen Schritt zu spät und wir sind irgendwann durch. Ja, jetzt schon wieder totaler Stellungsfehler. Massiver Stellungsfehler. Sinnlose Grätsche, da wollte ich nicht hinpassen. Schön gemacht mit Khedira. Schade. Aber immerhin die Ecke, das reicht mir erstmal. Icardi muss jetzt mal ein Eckentor ein Eckentor machen. Er ist so Kopfballsteig. Er kommt, klar, es ist schwierig, weil. Achso, da war noch jemand dran. Ich wollte gerade sagen, wie kann er den drüber schießen? Dann hätte man vielleicht auch reinsetzen. Ach, da war schon wieder jemand dran, okay. Schön gemacht mit Philippe. Nice Luck. Macht es aber wieder schlecht. Er ist auch im Angriffsspiel einfach so total auf Sprint ausgelegt. Nicht wirklich gut, wie ich finde.
Hoffen wir mal, dass es auch so ausgeht. Also, dass es nicht wirklich gut für ihn ausgeht. Nein! Oh, sondern natürlich auf Icardi gehen in die Mitte, nicht auf Insigne nach außen. Hätte ich normal abziehen müssen und nicht nur und nicht den Flachschuss wählen. Na, oh. Krass durchgesetzt von Icardi, das ist wirklich Wahnsinn, der Mann. Der ist wirklich krass und ist auf jeden Fall besser als Mertens. Ich werde Mertens verkaufen jetzt. Ich kontrolliere nochmal seine Scorerwerte nach dem Spiel, aber dann setze ich ihn drauf, weil wie gesagt, Mertens wird auch zwar langsam, aber er wird im Preis fallen mit der Zeit, deswegen wäre es dumm halt zu warten. Wenn ich mir sicher sein kann, dass. Mal gucken, ob er jetzt umstellt aufs 4-1-2-1, so. Und das Spiel müssen wir gewinnen, der Gegner ist so viel schlechter. Es sei denn, er wird jetzt deutlich besser, wenn er eine andere Formation oder sowas nimmt. Das passiert ja manchmal, aber es sieht gerade nicht so aus, wenn er die Formation wechseln würde. Ja, was ist das? Da will ich nicht hin. Naja, immer noch die gleiche. Ich will aufs Spiel fortsetzen. Schönes Ding auf jeden Fall. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sich Icardi hier durchsetzt, aber weil man muss halt überlegen, er hat eigentlich nicht so den krassen Stärkewert und dann setzt er sich trotzdem gegen einen sehr guten Innenverteidiger durch. Das zeigt halt die krasse Klasse von Icardi. Oh, er kommt halt einmal zum Abschluss und schießt das Scheißding rein. Und ich versuch's halt im Weg zu stehen mit drei Mann, aber es klappt natürlich nicht. Ja, das ist ärgerlich. Das ist ein ziemlich ärgerliches Gegentor. Man kann auch nicht mal sagen, dass es wirklich glücklich war, weil er hat ja nicht irgendwie nochmal einen zweiten Ball bekommen oder so, aber es ist trotzdem nicht verdient, dieser Ausgleich. Ich wollte keine Schusstöcher machen. Schade. Egal, wir gewinnen das Spiel trotzdem noch, weil der Gegner deutlich schlechter ist. Punkt. Zweimal hat er geschossen. Das zweite Mal war dann das mit Origi. Das heißt, es war sein erster Schuss, mit dem er direkt den Ausgleich macht. Herzlichen Glückwunsch. Das nenne ich mal effektiv. Aber es war halt auch aus einer guten Position. War halt nur Pech, dass er die Spieler, die bei mir standen, nicht im Weg genug standen.
Ey, diese Stellungsfehler sind so krass. Hatte ich noch passend gedrückt, wie immer halt. Ja, war mein Fehler, da darf ich nicht hinspielen. Wenn es ein Tor gegeben hätte, wäre es meine Schuld gewesen, weil, wie gesagt, da darf ich nicht hinpassen. Ach du Scheiße. Da haben wir Glück, dass es nicht 2-1 steht, weil das war wieder so ein krasser Stellungsfehler von meinem Verteidiger. Wie er halt wieder extra so kurz stoppt, damit wir halt ja dann den Gegner durchlassen. Es ist so zum Kotzen. Egal, wir konzentrieren uns, noch nichts passiert. Ich glaube, Insigne hat keine Power mehr. Oh! Scheiße, ah, Glück gehabt. Fuck! Doppelt Fuck. Dreifach Fuck. Vierfach Fuck. Fünffach. Sechsfach. Siebenfach. Leider, zum Glück, leider, zum Glück kein Achtfach. Jetzt wieder konzentrieren. Muss ich vielleicht noch mal rüberpassen? Oder kann ich vielleicht noch mal rüberpassen? Schade. Come on, konzentrier dich, Paxe. Es ist noch alles drin. Steht 1-1, du bist der bessere Spieler. Gewinn das Ding. Oh, ey, das war doch kein Foul, was? Ich hab gar nichts gemacht. Da gibt's sogar noch Gelb. Krass. Och, danke für diesen tollen Pass. Fuck.
Werner eingewechselt. Oh, ich glaube, die Formation gewechselt, oder? Das ist jetzt einfach nur defensiver. Danke, dass du noch einen Schritt zurück gehst. Danke. Klasse gemacht. Danke, danke. Toll. Schön, dass ich dieses Spiel verliere, wo der Gegner eigentlich deutlich schlechter ist. Macht den Spastentanz noch, hast du dir verdient. Sorry, aber das Tor ist nicht meine Schuld. Erstmal geht mein Spieler weg, Brozovic, damit der Gegner den Ball bekommt. Hier auch wunderschön, wie mein Außenverteidiger Origi überhaupt nicht deckt, sondern ihn halt alleine lässt und er dann dem. Ach ne, war es überhaupt Origi? Ist egal, wer es war. Auf jeden Fall, es war Mané. Und dann dadurch halt überhaupt erst zu dieser Chance kommt, da alleine so ein Tor zu machen. Also, ja, wieder mal eine Niederlage, die komplett sinnlos war. Wir machen jetzt noch den Ausgleich, den verdienten, das glaube ich aber nicht. Fuck! So eine verdammte Scheiße wieder mal. Oh. So ein unverdienter Mist, ey. Da habe ich noch beim letzten Spiel, wo wir so gewonnen haben, gesagt, geil, solche Spiele muss man halt auch gewinnen. Und dann verliert man halt so ein Spiel, wo man da klar bessere ist. Das darf halt nicht passieren, verdammt nochmal. Und das Ding ist, ich wüsste halt auch nicht, was ich jetzt hier hätte noch viel geiler hätte machen können. Das eins, der Ausgleich vom Gegner war leicht glücklich. Der erste Schuss überhaupt. Ich stehe eigentlich gut im Weg. Dann das zweite Tor, zwei individuelle Fehler von meinen Spielern. Einmal Brozovic, der den Ball nicht annimmt, weil er noch extra einen Schritt zurückgeht, anstatt einfach stehen zu bleiben, der Idiot. Es kotzt mich an, ey. Ich will diese scheiße Elite 3 haben. Wir hatten wieder total geile Voraussetzungen. 11 Siege und ich glaube 10 restliche Spiele oder 9, ich weiß nicht mehr genau. Und jetzt haben wir nur noch 8. Jetzt müssen wir wieder 7 gewinnen von diesen verdammten 8 Spielen, ey. Bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Ich weiß, das wird jetzt zusammengeschnitten und ich bin in der letzten Folge ein bisschen aus der Haut gefahren und habe gar nicht gerafft, dass wir erst ein Spiel gemacht haben. Deswegen schneide ich es jetzt zusammen. Danach ging auch nichts mehr, hat danach noch ein Spiel gemacht. Mein Aufnahmeprogramm ging aber nicht mehr richtig und wenn man schon im Spiel drin ist, kann ich es nicht mehr abbrechen. Und konnte es nicht gucken, was mit dem Programm los war. Deswegen habt ihr das Spiel nicht gesehen. Das habe ich natürlich auch verloren und natürlich auch unverdient. Aber egal, ich habe mich viel zu sehr aufgeregt. Wir werden uns jetzt nicht mehr aufregen, sondern werden jetzt... ja, ich werde jetzt die letzten 7 Spiele einfach gewinnen. Und selbst wenn ich die nicht alle gewinne, Gold 1 ist drin. Ich darf mich nicht aufregen, wenn ich verliere ein Spiel. Das bringt nichts. Das ist scheißegal. Und jetzt haben wir hier mal wieder ein Bronze-Set. Das ist ein bisschen blöd, weil das dauert jetzt einen Tick länger. Ich habe keinen Bock, die jetzt auf die Transferliste zu packen. Deswegen gucke ich die jetzt immer direkt einfach nach. Preisvergleich 200. Den können wir direkt in den Verein packen. Sind ja auch nicht so viele Spieler, die wir nachschauen müssen. 200. Ich werde einfach konzentriert gut spielen und jedes der 7 Spiele gewinnen und damit endlich Elite 3 werden. Ihr werdet sehen. Und wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber ich will einfach so gut wie möglich spielen und mir keine
Vorwürfe machen müssen, dass ich, weil ich ausgerastet bin oder so. Deswegen nicht 100% des momentan Möglichen gegeben habe. Jetzt habe ich ja, glaube ich, auch zwei, drei, vielleicht sogar vier Spiele in Folge verloren. Vielleicht gibt es erstmal wieder schwächere Gegner. Komm jetzt, einfach die 7 Spiele gewinnen. Das ist möglich. Ich weiß ja, was meine größte Serie bisher war. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon mal 6 Spiele in Folge gewonnen habe. Also es sind auch 7 drin. Es war aber, glaube ich, nicht, also es war nicht ein FIFA 18, es war ein FIFA 17, als ich so viele Spiele gewonnen habe. So. Okay. Jetzt, los. Konzentrieren. Und die Dinger reinmachen. Okay. Er hat Hazard, er hat Foot Champions Eriksen, er hat De Gea am Tor. Martial im Sturm. Mal gucken, ob er die Formation lässt. Ich denke mal, er wechselt auf einen 4-1-2-1-2. Sieht nicht so aus. Egal, konzentrieren. Und ich will auch. Es sei denn, ich stehe. Also ich will auf jeden Fall schneller ins 4-1-2-1-2 wechseln, wenn es nicht läuft. Auch wenn ich noch nicht hinten liege. Mit der Ausnahme, ich liege nicht hinten und stehe aber defensiv super stabil. Also der Gegner kommt überhaupt so gut wie nie durch, macht Fehler im Aufbauspiele, hat keine Abschlusssituation. Dann lasse ich es 4-1-2, 4-2-3-1. Gibt es erstmal einen ganz bösen Konter. Den er zum Glück mega schlecht ausspielt dafür, dass er totale Überzahl hat. Ich werde auch nicht so viel reden. Ich will mich einfach komplett konzentrieren. Ich muss jetzt 7 Spiele in Folge gewinnen. Schade, das war ein bisschen Glück für den Gegner. Da haben wir zwar Glück, aber der Gegner hatte auch zweimal Glück, wie er wieder an den Ball kommt. Von daher ausgleichende Gerechtigkeit. Schade, das war schlecht von mir. Okay, ich glaube, ich kann schon mal drüber nachdenken, ins 4-1-2-1-2 zu wechseln. Zu einfache Ballverluste, die dürfen einfach nicht passieren. Oh, wir haben ja einen Ball.
Wechsel jetzt aufs 4-1-2-1-2. Fällt mir nicht, wie es läuft. Und zurückwechseln kann ich ja immer noch. Sei denn, ich würde jetzt ein Tor schießen, dann würde ich es nicht machen. Dann würde ich nochmal gucken, wie er mit einem Torrückstand weiterspielt, weil dann ändert sich ja auch immer die Spielweise meistens ein bisschen. Zu viele einfache Ballverluste, das gefällt mir nicht. Schade, ich habe nicht damit gerechnet, dass Insigne an den Ball kommt, deswegen habe ich ganz merkwürdig geschossen. Schade, aber gut gemacht von Lichtsteiner. So, jetzt gehen wir mal ins 4-1-2-1-2. Ganz in Ruhe, ist noch nichts passiert. Wir spielen konzentriert weiter. Wir haben außer den Alu-Treffer nicht wirklich Schlimmes zugelassen. Der kam auch nur mit Glück zustande. Und jetzt überraschen wir den Gegner mit einer neuen Formation und gehen in Führung. Passt auf. Das ist halt auch der Vorteil beim Formationswechsel, dass man erstmal den Gegner mit der neuen Formation überrascht, weil die Spieler dann woanders stehen. Schön gemacht von Kidira. Egal, wir drehen das Spiel. Oder Eriksen macht halt einfach zwei mit seiner individuellen Klasse.
2-1. Und das zweite machen wir gleich. Ruhig bleiben. Nicht aufregen. Interessant, dass es ein Stürmer voll war. Komm mal, wir brauchen nur ein Tor, um zumindest erstmal in die Verlängerung zu kommen. Wir machen jetzt noch zwei in der regulären Spielzeit und gewinnen. Oh, scheiße. Wenn der Pass ankommt. Zweite Tor. Och nein! Ich habe einfach nur auf X gedrückt, wo halt irgendeinen Jubel macht und der macht leider den. Das sieht so scheiße aus, dieser Tanz. Oh, ich hasse den. Aber egal, 2-2. Jetzt machen wir noch das dritte Tor. Passt auf. Schönes Ding von Insigne. Ich glaube, Alexandrini hat Bock, das dritte Tor zu machen und wieder mal Matchwinner zu werden. So, nicht vergessen. Ach so, ja, ich wollte ja auch gucken wegen Reus und Ribéry und Mertens und Icardi. Das muss ich mir mal merken. So, dann müssen wir wieder auf defensiv gehen in der Formation. Schön gemacht mit Elyounoussi. Schade. Glück kam da so ein schlechter Schuss bei raus. Also so ein schwacher Schuss, sonst hätte sie halt 3-2 gestanden. Das wäre eklig gewesen. Schwacher Pass von mir, dumme Idee. Da waren wir eigentlich dran.
Krass gespielt. Scheiße! Es war aber auch gut gespielt. Fuck, dieser dreckige Pass darf doch gar nicht kommen. So zum Kotzen. Ruhig bleiben. Wir haben noch Zeit für ein 3-2. Aber es war halt auch wieder mein Fehlpass. Ich spiele einfach schlecht heute. Ich muss es leider so sagen. Ich spiele einfach scheiße insgesamt betrachtet. Aber ich gebe nicht auf. Wir haben noch die Chance. War kein Foul. Wenn wir verlieren, ist es absolut verdient. Man muss es einfach so sagen. Ich spiele einfach scheiße. Viel zu viele dumme Fehlpässe. Dann haben wir halt auch wieder dieses Quäntchen Glück einfach nicht. Egal. Bis zum nächsten Mal. Ich gucke mir jetzt wegen Ribéry und Mertens an. Elite 3 ist durch. Gold 1! Wir schaffen jetzt Gold 1, verdammt nochmal. Egal wie beschissen ich spiele.